Hallo, hier ist wieder Xi. Jetzt gerade mit Megaman 5 für den Game Boy. Heute mit dem früher, dem Vorgänger des Neon Tiger, dem... Ach, das ist Pluto. Achso, ja, sag mir bitte nicht, dass der, dass das ein Witz ist. Der, naja. Hä? Sag mal, wieso ärgere ich mich jetzt gerade eigentlich mit diesem Gegner herunter? Oi. Okay. Verstanden. Ja, man muss es halt auch erstmal lernen, ne? Au. Au, das war viel Schaden. So. Damit kann man viel Böses anstellen. Mit solchen Platten. Ah ja, und die fallen auch herunter, wenn wir sie seitlich berühren. Gut. Gegen meinen Mega-Arm hast du keine Chance. Okay, wir haben hier auch wieder Gegner, die in allen Leveln auftauchen können. Wir haben hier Platten, die einfach schneller runter... fallen. Wir haben hier Schaden, den ich kriege. Ach so. Das ist ein Zwischengegner. Achso, und der peilt mich auch wirklich an. So, erledigt. Ja, ich dachte, dass ich da jetzt fliehen müsste. Da hatte ich mal wieder Glück. Bisher auch noch keine verdächtigen... Bisher auch noch keine verdächtigen Plattformen und dergleichen. Okay, Mittelpunkt. Ey, was zum? Ach, jetzt... Oh Gott. Na, das wird nett. Ja. Wir machen schon weiter. Wir machen hübsch weiter. Aber bisher... Autsch. Gott, zieht er mir viel ab. Moment. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass die gar nicht darauf reagieren, wenn ich sie berühre, sondern dass sie darauf reagieren, ob ich deren auf deren X-Achse bin? Das wäre höchst ekelhaft, wenn dem so wäre. Erledigt. Unsere Waffe ist einfach so übermächtig. Da hatte ich wieder ziemliches Glück, dass ich nicht getroffen wurde. Ja klar, klar reagieren die drauf, wenn ich auf ihrer X-Achse bin. Müssen sie ja, auch sonst könnten sie nicht von oben auf mich runterfallen.
Gefällt mir persönlich jetzt nicht so gut, aber muss ich halt damit muss ich jetzt halt zurechtkommen. Ach, hä? Was ist das denn jetzt hinfallen lassen? Okay, drüber rutschen. Ja, man weiß ja nie, wann da von vorne ein Gegner kommt. Da versuche ich immer, es irgendwie klüger anzugehen und dann vermassel ich es total. Ja, bist schon ein tolles Kerlchen mit deinem Hammer. Piss dich. Weißt du, so ein kleiner Gegner und schaffst mich derartig aufzuregen. Der da aber auch. Ich lenke schon mal dagegen. Gut, ich lag falsch. Zur Abwechslung auch mal nicht verkehrt. So. Waffenenergie ist auch wieder aufgefüllt. Aber gut, mittlerweile wird ja meine Waffenenergie sowieso. Aha. Ja. Ne? Es ist alles machbar. Es ist alles vollkommen machbar. Da ist alles kein Problem. Man muss nur mal wissen, was denn los ist. Sobald man mal verstanden hat, was das Level eigentlich von einem möchte, ist das hier alles nicht mehr so dramatisch. So. Manche fallen dann so schnell runter. Und wieder habe ich nichts gesehen. Wieder habe ich nichts gesehen, wo sich so ein Kristall finden könnte. Eigenartig. Vielleicht passe ich einfach nicht gut genug auf. Tja, musikalisch muss ich bisher sagen, generell klingt das irgendwie doch deutlich anders, als ich es von Mega Man gewohnt bin. Gut, ich bin generell... Irgendwie erscheint mir das Gesamtgefüge in diesem Spiel ziemlich anders. Und nicht im schlechten Sinne
anders, sondern einfach in einer, ich würde sagen, erfrischend neuen Art, die ich wirklich nicht schlecht finde. Versteht mich nicht falsch, also grundsätzlich mag ich die Richtung, in die das Spiel geht. Das Einzige, was mich bisher halt wirklich ziemlich gestört hat, das war eben das Level von unserem werten Gegner mit den Blubberbläschen. Das war einfach... Ja, ich muss den Namen nochmal nachsehen. Wenn unsere Gegner nicht einfach nur irgendwelche simplen Namen haben, dann kann ich mir das irgendwie nicht so wirklich merken. Was äußerst peinlich ist, zugegeben. Du darfst auch runterfallen. Du darfst auch runterfallen. Tja, und die P-Punkte, das ist sowieso so eine Sache. Seit die eingeführt wurden, habe ich das Gefühl, dass sie einem regelrecht nachgeworfen werden, auch ohne, dass ich die Level sich mal wieder von vorne mache. Ich denke, ich hätte die nötigen P-Punkte... Ich denke, dass ich die nötigen... Ne, nicht P-Punkte, Chips... Und wieder ist der Gegner am Bildschirmrand verschwunden. Ich denke, dass ich die nötigen... Nochmal der Gegner? Na gut. Ich denke, dass ich die nötigen P-Chips spätestens jetzt auch zusammen hätte, um meinen Mega-Arm auf das Angriffslevel zu bringen, das er jetzt hat. Das Angriffslevel. Das Ding war ja vorher auch schon ziemlich stark. Hallo Protoman, das machst du in diesem Spiel. Dankeschön, aber wofür? Was erwartet mich denn jetzt hinter dieser Bosstüre, dass es nötig war, dass Protoman mir sowas gibt? Jetzt habe ich zugegeben etwas Angst. Und ich habe in diesem Level nirgendwo eine Möglichkeit gesehen, diesen Kristall zu finden. Da werde ich im Nachhinein nochmal suchen müssen. Ui! 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 Wow! Wow! Autsch! Okay. Der Ausgang dieses Kampfes war jetzt auch wieder nicht besonders rühmlich, aber... Ja gut, der Kampf hat mir aber gut gefallen, muss ich sagen. Bis auf dieses, wo er dann so im Zickzack nach oben gesprungen ist. Aber ich glaube, da hätte ich dann einfach nur an der Wand dran lehnen müssen und springen. Ja, ja, unser Pluto. Break the... Ah, damit komme ich durch diese Wände durch, nehme ich an. Na gut, na gut, na gut. Dann... Brauche ich irgendwas? Nein, eigentlich nicht. Oder geht momentan noch. Na gut. Dann werde ich jetzt mal in Pluto und in... Jupiter? Nein. Ein Uranus-Level. Noch schnell die Kristalle sammeln. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann um den Kollegen hier...
kümmern. Ich bin Xi, das war's von Mega Man 5 für den Gameboy. Bis dann, Leute. Ciao.